Salam alaikum, liebe Schwestern, liebe Brüder. Willkommen in Kabul, der Hauptstadt des Großafghanischen Reiches. Ein Reich, das sich jetzt vom Kaukasus eigentlich bis an den Golf der Bengalen erstreckt und in der jetzt auch viel gefeiert wird. Denn hier in Kabul befindet sich natürlich der Palast des Emirs. Ein Palast, in dem die Feste ununterbrochen seit der Kapitulation unseres bengalischen Gegners andauern. Der Emir, er konnte der Welt und auch seinen Kritikern zeigen, dass nicht nur der Prophet auf seiner Seite steht, sondern dass auch er in der Lage ist, die zukünftigen Entwicklungen in der Politik und vor allen Dingen auch auf dem Schlachtfelde richtig einzuschätzen. Und so freuen sich nicht nur der Emir, sondern auch natürlich seine Berater über die Hinzugewinnung der Provinz Bihar, die sich hier ganz im Osten Afghanistans jetzt befindet. Ihr seht die Landesgrenzen hier vor uns liegen. Eine Provinz, die sich natürlich hier durch die reichhaltigen Kohlevorkommen auszeichnet. Und diese Kohlevorkommen werden natürlich als wertvoller Brennstoff, das schwarze Gold unserer Zeit, hier der afghanischen Wirtschaft zur Verfügung stehen. Die Späher des Emirs schauen natürlich auch ab und zu mal über die Grenze. Und hier sehen Sie natürlich Verkehrsknotenpunkte, an denen sich nicht nur Siedlungen gründen und auch Landwirtschaft betrieben wird, sondern Sie sehen vor allen Dingen weite und ausgedehnte Waldflächen. Wälder, wie wir sie so in Afghanistan nicht haben und auch nicht kennen. Ihr seht es hier zum Beispiel. Hier ist also Holzeinschlag beinahe unbegrenzt möglich. Und Holz ist leider auch eines der Güter, welches hier auf unserem Markt nur im beschränkten Maße vorhanden ist. Ihr seht hier zum Beispiel das Hartholz. Hier fehlen uns beinahe 1000 Einheiten Hartholz. Und weitere Importe sind hier in nennenswerten Umfang nicht möglich. Ja, mal 5 Einheiten aus Belgien. Hier sind es ebenfalls 5 aus Österreich-Ungarn. Nur, das wird an der Mangelsituation nichts ändern. Da schwebt dem Emir eine ganz andere Idee, ein weiterer Befreiungskrieg hier nämlich im Osten vor. Nur können wir auch als Großmacht jetzt aufgrund unserer Verrufenheit, denn wir sind verschrien auf der internationalen Bühne, -54,8, da können wir nicht wirklich außenpolitisch agieren, ohne gerechtfertigt einen Widerstand der internationalen Großmächte zu erwarten. Großmächte, die teilweise uns natürlich auch militärisch überlegen sind, denn obwohl wir auf Rang 5 sind, sind vor uns immer noch die Vereinigten Staaten, Russland, Österreich-Ungarn und natürlich Großbritannien, das Empire. Und da können wir uns zwar mit einer dieser Großmächte zugleich anlegen, allerdings nicht mit einer Kombination oder einer Koalition, besser gesagt, zum Beispiel von Österreich-Ungarn und Russland oder auch China, Russland und dem Osmanischen Reich. Hier gilt es also, vorsichtig auf der internationalen Bühne zu agieren, was für uns nichts anderes bedeutet, als dass wir uns mit weiteren außenpolitischen Aktionen jedenfalls vorerst zurückhalten werden. Wir werden dafür sorgen, dass wir nicht nur hier die Kontaktaufnahme zum Volke durchführen, denn ihr seht hier, dass es beim Debattieren der Migrationskontrollen jetzt ein Ereignis gab. Denn Abdallah Babayan, das ist einer unserer, jetzt kommt hier eine andere Meldung, das ist einer unserer Agitatoren, der will eigentlich den Protektionismus durchsetzen, ne? Genau, ja. Der hat sich auf eine einwöchige Rundreise durch das Land begeben. Eine Rundreise, wie wir sie gerade auch jedenfalls in Auszügen durchführten, um unter der Interessensgruppe der Landbewohner das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Gesetzes der Migrationskontrollen zu verbreiten. Ich bin glücklich, dass mein Herz dieselbe einfache, unschuldige Freude empfinden kann wie der Bauer, dessen Tisch mit selbst herangezogenen Feldfrüchten gedeckt ist und der nicht nur seine Mahlzeiten genießt, sondern sich auch mit Freude an jene
glücklichen Tage und sonnigen Morgen erinnert, an denen er sie pflanzte, an die sanften Abende, an denen er sie bewässerte und an die Freude, die er empfand, als er ihr tägliches Wachstum beobachtete. Das ist wirklich schön formuliert. Jedes Gärtnerherz blüht natürlich auf bei einer solchen poetischen Betrachtung des Pflanzenwachstums. Ein edles Anliegen und mit etwas Glück auch ein populäres Anliegen. Dadurch würden wir die Zustimmung der Landbewohner erhöhen. Wir können den Abdallah Babayan auch anweisen, sich an die Menschen zu wenden, die sich an ihn wenden, erhöhen damit seine Beliebtheit. Oder warum sollte man sich um einen Außenseiter kümmern, der nichts als Worte bietet? Dadurch würden wir allerdings unser Gesetz sabotieren. Das geht nicht. Nein, wir werden dieses edle Anliegen natürlich fördern. Denn wer die ehrliche Arbeit der Bauern hier so poetisch schildern kann, der hat auch unsere Unterstützung verdient. Eine Unterstützung, die sich allerdings hier in der Staatskasse nicht wirklich bemerkbar macht. Ihr seht, dass wir derzeit hier ein Saldo von minus 54.000 haben. Ja, die unrealisierten Steuern sind dabei nicht mal wirklich das Problem. Die höchsten Ausgaben sind die Waren für die Militärgebäude. Und hier gilt es natürlich zu schauen, ob wir hier überhöhte Preise zahlen, was nicht wirklich der Fall ist. Das seht ihr hier. Das heißt, hier ist wirklich die Größe unserer Armee, denn wir haben jetzt 768 Bataillone Berufssoldaten, mittlerweile ein signifikanter Kostenfaktor, den wir aber bestimmt durch Verbesserung unserer Wirtschaft kompensieren können, indem wir einfach uns sozusagen aus dieser Kostenbelastung herauswachsen, mehr oder weniger. Und damit das geschehen kann, haben wir hier natürlich auch in der Bauschlange, die ihr hier seht, diverse Bauprojekte im Auftrag. Wir werden uns auch jetzt den Markt näher betrachten. Bevor wir das aber tun, freuen wir uns über eine weitere bedeutende Importroute für Opium. Denn Großbritannien hat eine Importroute erstellt, die Opium aus Afghanistan nach Großbritannien bewegt. Sie soll auf Stufe 15 steigen und Spanien hat die Rivalität erklärt. Spanien steht uns feindselig gegenüber. Was wollen die Spanier denn? Die können wir uns gerne mal anschauen. 205 Bataillone. Hier geführt werden sie durch Kanzler Segismundo Crapo de Lano. Ein tapferer literarischer Nierenkoliker aus der Interessensgruppe der Gewerkschafter. Ein Radikaler. Ja, das sieht man ihm auch schon an hier. Mit dem roten Haar. Das ist natürlich verdächtig von Anfang an. Die Spanier allerdings sind uns nicht mal ebenbürtig. Ein Bruttoinlandsprodukt, das knapp über 80 Millionen Pfund liegt, kann sich natürlich nicht mit unseren 209 Pfund messen. Ein weiteres Ereignis allerdings holte uns ein, und zwar die ausländische Nachahmung. Hier gehe ich auch mal auf die Pause, damit wir uns das in Ruhe anschauen können. Es ist ein Ereignis, welches aufgrund unseres Gesetzgebungsverfahrens, und zwar des Beschlusses der Migrationskontrollen jetzt hier stattfindet. Die Erfolge, die Ulu Süß mit der Politik in Sachen Migrationskontrolle erzielt hat, wurden von den Anhängern von Abdallah Babayan bemerkt. Ja, das sind doch eigentlich die Landbewohner jetzt, unter denen er gerade Werbung macht für dieses Gesetz, die diese Nation als Beispiel für eine ideale Regierung anführen. Wirklich? Kasachstan ist es mit anderen Worten. Das ist diese kleine Provinz hier, also ein Teil Kasachstans mehr oder weniger. Das ist die ideale Regierung. Schauen wir uns mal an, wie diese Regierung aussieht. Eine Wahldiktatur. Bei dieser Regierungsform wird das Land von einem Parlament regiert, das von einem Diktator geführt wird. Das ist also die ideale Regierungsform. Und die führt hier zu einer Gesamtwirtschaftsleistung von 49.000 Pfund.
Wohlgemerkt nicht Steueraufkommen, sondern Gesamtwirtschaftsleistung. Da machen wir ja höhere Schulden als Gesamt-Ulysses hier erwirtschaftet. Darbender Lebensstandard, 6,7. Das kann nicht unser Vorbild sein, auf gar keinen Fall. Wir werden die absolute Macht des Emirs hier natürlich nicht mit einem Parlament teilen. Mit belustigter Miene hielt Baba Jan die Zeitung hoch. Sehen Sie das? Das ist ein Eingeständnis unseres Sieges. Man mag uns als Spione, als Agenten fremder Mächte bezeichnen. Doch man räumt auch ein, dass die Veränderung, die wir uns wünschen, in der Tat nichts Fremdes, ohne jeden Präzedenzfall sind. Wir werden nicht hier den Kasachen nacheifern. Afghanistan ist nicht Ulysses, egal was das für Effekte hat, die wir uns hier auch mal anschauen können. Wir könnten die Zustimmung der Grundbesitzer weiter verringern. Wir könnten die Erlasszeit verringern, die Erlasserfolgschance erhöhen, würden aber die Landbewohner dabei verärgern. Nein, wir werden sagen, dass wir nicht Kasachstan sind, erhöhen dadurch die Erfolgschance, die Erlasserfolgschance des Gesetzes der Migrationskontrollen, verringern allerdings, besser gesagt verschlechtern in diesem Falle, die Beziehungen mit Ulysses. Wir sind nicht Ulysses und wir wollen auch nicht Ulysses werden. Wir wollen nicht darben und wir wollen auch unsere Wirtschaftsleistung natürlich nicht ins Nirvana befördern. Das gibt es schon mal gar nicht. Die Chancen für das Gesetz, sie liegen gut. Und die Bengalen haben jetzt eine Importroute erstellt, die Munition aus Afghanistan nach Markt Bengalisch, wie es hier so schön heißt, bewegt. Die wird auf Stufe 21 steigen. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen den Bengalen keine Munition liefern. Und die nächste Meldung ist ein Embargo. Bengalen hat uns mit einem Embargo belegt. Alle Handelsrouten, die wir mit ihrem Markt aufgebaut haben, sind nicht mehr aktiv. Importieren Sie denn weiterhin Munition? Na, das würde mich jetzt mal interessieren hier. Wir können uns alle Handelsrouten hier anzeigen lassen. Und zwar hier nach den Nationen sortiert. Und hier wird Indien als Nation angegeben. Haben Sie Indien gegründet? Sehe ich das falsch? Die Bengalen? Nein, Sie haben nicht Indien offiziell gegründet. Sie sind auf dem indischen Subkontinent. Ja, das ja. Aber ich vermute, dass es sich um diese Handelsrouten hier handelt. Wir werden ebenfalls die Bengalen mit einem Embargo belegen. Das wird aber sofort durchgeführt. Es geht nicht. Wir benötigten dafür mehr Einflusspunkte, müssen also eine unserer derzeit laufenden diplomatischen Aktionen beenden. Diplomatische Aktionen, die sich bei uns hier vorwiegend auf die Verbesserung der Beziehungen konzentrieren. Die Beziehungen zum Osmanischen Reich werden verbessert, zu Großbritannien und zu Russland. Die Beziehungsverbesserung zum Osmanischen Reich wird eingestellt. Wir haben derzeit neutrale Beziehungen und möchten diese eigentlich auch nicht zu sehr verbessern, um uns den uns durch die Kapitulation der Bengalen genommenen Kriegsgrund für die Eroberung Basras und Bagdads nämlich hier aufrecht oder offen zu halten. Denn leider konnten wir ja dieses berechtigte Anliegen gegen das Osmanische Reich hier nicht durchsetzen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Bengalen hier so schnell kapitulierten. Jetzt haben wir die Verbesserung der Beziehungen beendet und werden die Bengalen sofort hier auch mit einem Embargo belegen. Und ich hoffe, dass jetzt auf den Märkten hier diese Handelsrouten auch wegbrechen. Denn es läuft zwar jetzt auf 1, merkwürdig. Wir haben das Embargo durchgeführt. Wer ist denn Indien, um mal genau zu sein? Es gibt auch eine Winzmacht Indien. Oh je, das ist eine Stadt, das ist ein Stadtstaat hier neben Madras. Die nennen sich also Indien. Und deklarieren sich hier leicht überheblich zu einem Kaiserreich, einem konstitutionellen Kaiserreich. Ja gut, mit Indien können wir
Handelsrouten aufrechterhalten. Die werden nicht viel verbrauchen, hoffe ich mal. Das sollten wir auch überprüfen. Nicht, dass die unsere Handelsgüter hier nämlich weiterverkaufen. Aber ihr seht es, die Mengen hier sind alle sehr gering. Das ist ein bis zweistelliger Bereich im Gegensatz zu wirklich interessanten Handelsrouten, wie hier zum Beispiel unseren Opium-Handelsrouten, die ja beinahe 6000 Einheiten Opium sowohl hier nach Russland als auch nach Österreich-Ungarn verschiffen. Dann sehen wir, volumenmäßig ist das nächst Interessante der Tee. Importieren tun wir Weichholz und Hartholz wird exportiert. Die Engländer kaufen Hartholz von uns, 1000 Einheiten Hartholz. Ja, kann das denn sein? Bei uns ist das Hartholz schon so teuer. Wir schauen mal nach, hier bei den Industriewaren, das geht doch so nicht. Das sind genau die 1000 Einheiten, nämlich die uns hier fehlen. Importe führen wir durch, das seht ihr hier. Wir importieren Hartholz aus Russland, aus Belgien und Österreich-Ungarn, aber das sind jeweils nur 5 Einheiten. Andere Länder importieren aus Afghanistan. Und ja, Großbritannien importiert 1000 Einheiten Hartholz aus Afghanistan. Jetzt haben wir die Zölle bereits auf Inlandsangebot schützen gesetzt. Das heißt, hier können wir eigentlich keine Verbesserung der Schutzfunktion der Zölle erzielen. Also wir können den Preis quasi für ausländische Einkäufer nicht weiter erhöhen. Und müssen eigentlich ja das so hinnehmen, es sei denn, wir würden natürlich sämtliche Handelsbeziehungen mit Großbritannien abbrechen. Aber das möchte ich jetzt auch nicht riskieren, denn Großbritannien ist unangefochten auf Platz 1 der Weltrangliste. Ihr seht hier, ihre Militärmacht wird angegeben mit 10.300, also diese Machtprojektion, wir dagegen nur mit 6.993, also knapp 7.000, was auch schon nicht schlecht ist, das muss man sagen. Wir werden auch, um diese Militärmachtprojektion weiterhin auszubauen, natürlich hier in Bihar die noch ungenutzten Kapazitäten in der Kaserne ausbauen, und zwar erstmal auf 50 Bataillone, 48 habe ich hier mit in Auftrag gegeben. Weiterhin gilt es hier in Bihar, und das hattet ihr in den Kommentaren angemerkt, auch diese Quelle für den Stromverbrauch nämlich zu finden, auch wenn die Elektrizität jetzt hier gar nicht mehr als Verbrauchsgut mit angegeben wird. Okay, das schauen wir uns gleich mal genauer an. Denn zuvor gilt es sich hier um die Arbeiterbewegung zu kümmern. Freigeschaltet wurde diese Technik. So wie die Welt industrialisiert wird, so werden auch die Arbeiter immer organisierter und streiten für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Das entsperrt gewisse Gesetze, zum Beispiel hier die eingeschränkte Kinderarbeit, Gehaltssubvention, Sozialdemokraten. Nein, also sowas brauchen wir hier schon mal gar nicht, führt zu Sozialismus, gibt's hier nicht. Wir sind hier ein Emirat, da brauchen wir nicht diese verderbten Ideen aus dem Westen plus ein potenzieller Agitator. Ja, wir nehmen diese Technik als Einschleppung aus dem dekadenten Europa hin, werden aber weiterhin, und das ist wirklich wichtig für uns, hier an der Technik hoffentlich der Befestigungsgräben forschen. Ja, das seht ihr. 15 Jahre sind es leider noch, bis diese erforscht werden. Allerdings können wir nach Erforschung dann unsere gesamte Infanterie umstellen, und zwar auf die Grabeninfanterie, und würden dadurch doch hoffentlich wieder einen militärischen Vorteil auch gegenüber den uns direkt benachbarten Reichen auf jeden Fall erringen können. Da denke ich vor allen Dingen an Russland, aber natürlich auch an das Osmanische Reich. Gegenüber den Chinesen und auch den Bengalen, da brauchen wir uns ja eigentlich keine Sorgen machen. Die Russen importieren jetzt reichlich Zucker und die Vereinigten Staaten haben ihre Rivalität erklärt. Die sind uns feindselig gesonnen. Das ist gar nicht gut.
Es findet die Schlacht um Saarbrücken statt. Okay. Wir haben Interesse hier am Rheingebiet. Wahrscheinlich werden wir deswegen hier informiert. Das könnte ich mir nämlich vorstellen. Wir können uns das gerne mal anschauen hier bei den Interessen. Ein weiteres Interesse können wir noch erklären. Dieses hier ist bereits erklärt. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns hier auch an Nordchina nämlich interessiert zeigen. Somit hätten wir all unsere Interessen jetzt genutzt. Und diese kosten ja auch keine Einflusspunkte. Deswegen können wir die auch frei bleiben verteilen. Und haben jetzt die Migrationskontrolle. Nur Menschen derselben Kultur und Religion werden bei der Migration nicht diskriminiert. Und das ist eine Verbesserung für uns, denn bislang hatten wir das System der geschlossenen Grenzen und jetzt können auf jeden Fall Glaubensbrüder und Paschtunen und Tadschiken einwandern. Ihr seht hier die Hauptkulturen nämlich angegeben. So dass eventuell in Zentralafghanistan, möchte ich es mal nennen, also unsere traditionellen Staaten innerhalb Afghanistans, die Bevölkerung ja vielleicht sogar durch Immigration weiter wächst. Verschrien sind wir immer noch, jetzt bei 50,9, aber das baut sich langsam ab. Damit können wir zufrieden sein. Wir sollten jetzt das Augenmerk hier auf die Kontrolle der Märkte werfen, denn bei den Grundbedarfswaren gibt es eigentlich keine signifikanten Verbesserungen. Unsere Holzstühle möchte immer noch niemand haben. Naja gut, wir könnten 7 Stühle nach Baroda exportieren, auch wenn das nur grenzwertig lukrativ ist. Können damit auch den Überschuss hier von da über 1000 Holzstühlen natürlich nicht abbauen. Und weitere Fischimporte sind möglich. Okay. Aber von den Spaniern, die uns jetzt gerade hier die Rivalität erklärt haben, ja, möchten wir da 16 Konvois aufwenden, ist die Frage. Es wäre sehr produktiv, das seht ihr. Na gut, wir werden es mal machen. Vielleicht können wir ja durch Handelsbeziehungen hier die Verhältnisse zwischen den Völkern verbessern. Und wenn nicht, werden wir andere Wege finden. Auch noch die 10 Fische hier aus Russland werden mit importiert. Es fehlen uns aber über 1300 Einheiten Fisch, sodass dies keine wirklichen Auswirkungen hier auf den Marktpreis haben wird. Auch hier bei den Lebensmitteln sind keine Volumenimporte möglich. Da können wir nichts verbessern. Wichtig sind natürlich die Industriewaren. Und da sehen wir natürlich, dass durch den englischen Holzimport von uns, also die kaufen ja unser Holz weg, natürlich hier das Hartholz sehr teuer ist, plus 37%. Sprengstoffe dagegen und Werkzeuge, die machen mir eigentlich mehr Sorge. Auch das Eisen ist relativ teuer. Darum kümmern wir uns jetzt. Einerseits werden wir die Werkzeugfabriken erweitern. Und zwar hier im Punjab. Dann in Delhi wird ebenfalls eine Erweiterung durchgeführt. In Awadh werden wir auch eine weitere Werkzeugfabrik bauen lassen. Und sollten auch die Eisenminen hier in Delhi automatisch erweitern. Hier werde ich gleich mal 3 zusätzlich in Auftrag geben, denn der Eisenpreis, der war ja auch relativ hoch. Und hoffen, dass wir durch weitere Chemiefabriken, die hier im Punjab dann auch gebaut werden können, hier gibt es ja schon 10 Chemiefabriken, wir die Sprengstoffpreise weiter drücken können. Die Chemiefabriken leiden natürlich unter dem mangelnden Absatz für Dünger. Das seht ihr hier. Der Düngerpreis, der ist sehr, sehr gering. Und da frage ich mich ab, ob wir nicht noch weitere Felder hier auf den bodenanreichernden Anbau umstellen könnten. Das ist aber nicht der Fall, das seht ihr. Wir können unseren eigenen Düngerverbrauch hier nicht wirklich erhöhen. Nein, Dünger wird nur auf den Feldern verbraucht, nicht in den Plantagen. In den Plantagen könnten wir nur die Bewässerung einführen. Und ich frage mich, ob eigentlich hier unsere Färbemittelplantagen immer noch so notwendig sind. Denn durch den technischen Fortschritt
können Färbemittel ja mittlerweile wohl von den meisten Nationen auch chemisch erzeugt werden. Von daher schaue ich hier mal nach, wie sich eigentlich der Preis für die Färbemittel entwickelt hat. Und da seht ihr, dass wir hier einen Färbemittelüberschuss von 1300 Einheiten haben, was uns zum Handeln anregen sollte. Wir werden uns die Färbemittel hier genauer mal anschauen, vor allen Dingen deren Produktion auf der Karte. Denn vor allen Dingen hier in Sistan möchte ich diese vier Färbemittelplantagen komplett auflösen. Die brauchen wir hier nicht. Hier können wir nämlich besser unseren Hafen weiter ausbauen und die jetzt frei gewordenen Arbeitskräfte dort nutzen. Sonst hätten wir hier noch Chemiefabriken, ja. Aber wie gesagt, bei den Chemiefabriken können wir keine wirklichen Verbesserungen durchführen. Das ist unschön, aber ja, leider nicht zu ändern. Export von Dünger allerdings ist möglich, ja, aber nur in sehr, sehr begrenztem Umfang. Hier zum Beispiel müssen 10 Konvois aufgewandt werden, um 7 Einheiten Dünger zu exportieren. Und da ist natürlich wieder die Frage nach der Lukrativität solcher Exportrouten zu stellen. Wir werden hier eine zusätzlich noch mit Auftrag geben, wissen aber auch, dass wir damit unseren Düngeüberschuss, die Überproduktion sozusagen nicht wirklich verringern können. Bei den Färbemitteln hat sich der Überschuss ein wenig verringert. Wir werden auch die 10 Färbemittelplantagen, die es hier gibt, komplett abbauen, was hiermit geschehen ist. Hätten hiermit 55.000 Mann freigesetzt, könnten natürlich erstmal hier 20, vielleicht sogar 25 Bataillone zusätzlich aufstellen. Das freut natürlich. Dann hoffe ich, dass wir die Leute hier wieder in Beschäftigung bringen. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall das Militär hier weiter ausbauen. Denn nur das verleiht uns auf der internationalen Bühne ein souveränes Auftreten. Jetzt aber wurden die Dreschmaschinen freigeschaltet. Das allerdings sind Verbesserungen für Felder, die wir hier jetzt auch nicht wirklich nutzen werden. Nein, diese Erfindung, die interessiert uns nicht wirklich. Gefordert wird die Beförderung von Reza Beck. Und wenn ich mich recht erinnere, ja, dann war Reza Beck jetzt nicht wirklich so ein herausragender Mann. So viele Orden zierten seine Jacke, dass man kaum noch den Stoff darunter sehen konnte. Und doch war es noch nicht genug. Der General lächelte mit stolz geschwellter Brust, als er sich ausmalte, wie Khan dreinschauen würde, sobald er Feldmarschall von seinem bevorstehenden Aufstieg erfuhr. Ihre Rivalität war unter den Offizieren legendär. Ja, Khan ist bereits, Mirdril Khan. Der hat sich wirklich gut bewährt, der Mann, da erinnere ich mich dran. Ja gut, soll Reza Beck befördert werden, er hat es sich verdient, werden wir jetzt hier mal beschließen, allein um die Zustimmung hier der Streitkräfte uns gegenüber natürlich hochzuhalten. Sollten aber so langsam auch bezüglich der Steuern hier eingreifen, denn ein weiteres Anwachsen unseres Saldos, das können wir leider hier auch nicht hinnehmen. Ja, die Militärgehälter möchte ich nicht weiter absenken, die Regierungsgehälter auch nicht. Und die hohen Steuern, ja, nominal haben wir natürlich relativ hohe Steuern jetzt hier auf der höchsten Stufe. Nur müssen wir auch sagen, dass diese Steuern natürlich so gut wie nicht eingetrieben werden. Vor allen Dingen hier in den neuafghanischen Provinzen und daher nur auf dem Papier stehen, der Bevölkerung aber nicht wirklich ihre Kaufkraft entziehen und somit ja auch nicht effektiv schädlich sind für unser Wirtschaftssystem, da das Geld bei der Bevölkerung verbleibt, aufgrund der mangelnden Besteuerungskapazitäten dort unserer Regierungsverwaltung. Das werde ich aber auch nicht weiter ausbauen. Das ist auch die Frage, ob sich das wirklich lohnt. Das wage ich nämlich zu bezweifeln. Und würde ich auch so argumentieren, dass die Kosten für weitere Regierungsverwaltung höher liegen als die steuerlichen Effekte, die dadurch nämlich erzielt werden könnten.
Schön zu sehen ist, dass der Ausbau der Holzfällerlager in Bihar jetzt vollumfänglich durchgeführt worden ist. Und da gilt es natürlich zu schauen, ob wir hier eine Verringerung des Holzmangels erreichen konnten, was allerdings nicht der Fall ist, da wahrscheinlich direkt die Engländer weitere Mengen Holz kaufen. Naja, 1000 Einheiten. Sie haben es ein wenig erhöht. Ich meine, sie waren bei 930 zuvor. Und wir haben einen Erfolg errungen. Afghanistan urbanisieren wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Urbanisierungsbemühungen von Westafghanistan haben einen langen Weg hinter sich, seit wir zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht wurden. Der Staat, der einst nur aus kleinen Häuschen und verstreutem Ackerland bestand, hat sich, und da kommt die Meldung, dass wir die einberufenen Stellen freigeschaltet haben, zu einer blühenden Metropole entwickelt. Die Frau seufzte und ihre alten Hände stellten das Häkeln für einen Wimpernschlag ein. Als ich noch jünger war, war all das hier Ackerland. Wir Kinder tollten auf den Feldern herum und mussten uns keine Sorgen darüber machen, dass uns ein Karren anfährt oder diese Verbrecher uns holen kommen. Und wir hatten trotzdem noch Zeit zum Arbeiten. Na, Oma, jetzt werden die Leute noch viel mehr Orte haben, an denen sie arbeiten können. Westafghanistan glänzt wie nie zuvor. Wir würden zusätzliche Loyalisten, aber nur in Westafghanistan erhalten. Wir könnten auch sagen, das ist nicht das Ende, aber die Erhöhung des Durchsatzes des Stadtzentrums in Westafghanistan. Westafghanistan glänzt wie nie zuvor. Wir freuen uns darüber und freuen uns vor allen Dingen hier auch über die Freischaltung der Einberufungsstellen. Denn jetzt wird sich die Zahl der einberufenbaren Bataillone um 20% erhöhen, was sich nicht direkt hier in unserer Machtprojektion niederschlägt, da diese nur für die Berufssoldaten gilt, wenn ich mich nicht irre. Deshalb hat sich jetzt nur die Zahl der grundwehrdienstleistenden Bataillone sozusagen erhöht. Aber auch die können uns natürlich gerade bei einem Angriff auf uns dann zur Hilfe kommen und nützlich werden. Das Bruttoinlandsprodukt, es steigt an, steil wie nie. So ganz verkehrt liegen wir also mit unserer Wirtschaftspolitik hier auf jeden Fall nicht, sollten aber natürlich weiterhin an einer positiven Entwicklung arbeiten. Ja, der Dünger, wie gesagt, das ist ein Problem, da wir diesen nicht loswerden können. Bei den Färbemitteln allerdings sehen wir jetzt schon durch den Abriss einzelner Färbemittelplantagen eine Verringerung des Überschusses, was sich natürlich in erhöhter Produktivität der verbleibenden Plantagen äußern wird. Andererseits natürlich den Färbemittelverbrauchern hier dann weniger gefallen wird, die leicht erhöhte Einkaufspreise dafür zahlen müssen. Aber das ist schon in Ordnung so. Wir sollten eventuell noch zusätzliche Färbemittelplantagen einstampfen, bis wir hier nämlich auf einem halbwegs als Gleichgewichtspreis anzusehenden Niveau angekommen sind. Eventuell hier im Punjab, denn hier wird weiterhin ausgebaut. Ja, das geht nun mal gar nicht hier. Das Autoerweitern wurde aber sofort beendet. Und wir werden zurückbauen. Eventuell auf knapp 60 Färbemittelplantagen. Und schau mal, wie sich das auf den Preis auswirkt. Denn ihr seht, dass wir das angestrebte Zielniveau jetzt durch diese brutale Maßnahme erreicht haben. Denn wir haben natürlich dadurch relativ viele Arbeitslose produziert, die aber sofort hier im Punjab von anderen, weitaus produktiveren Wirtschaftszweigen aufgefangen werden, sodass wir uns hier um zunehmende Radikalität eigentlich keine Sorgen machen müssen. Den wirtschaftlichen Ausbau gilt es auf jeden Fall weiter zu befördern. Jetzt im Mai 1910, lang lebe Afghanistan, Afghanistan Zindabad, rufen wir da aus und mit eurem Daumen hoch auf das Video zeigt ihr jetzt, dass ihr euch über eine neue Episode freuen würdet. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns dann im nächsten Video.